Grüß euch, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Forgotten Seas mit mir, dem Fuchsel. So, in der letzten Folge, oder besser gesagt nach der letzten Folge, habe ich nochmal ein bisschen gelevelt. Und ich habe jetzt Level 25. Ich habe einfach nur ein paar Haie gekillt, habe so einen Schiffswrack untersucht und habe mir ein bisschen mit den Nachbarn hier Party gemacht. Und unsere Aufgabe ist es ja, Blaupause für Kartografietabellen zu finden. Das Merkwürdige an der ganzen Sache ist allerdings, ich habe die Kartografietabelle bereits freigeschalten. Und das vor dem Kriegsschiff. Sehr merkwürdig. Heute reizt es, wenn ich die dann baue? Ach so, Blaupause. Okay, verstehe. Okay, ich pfeife zurück. Ist gar nicht merkwürdig. Ist doch kein Bug oder Fehler im Spiel. So, den weißen, den aufmerksamen Zuschauer wird auch auffallen. Sturmessenz complete. Yep, richtig. Ich habe 16 Sturmessenz. Wird zur Herstellung von Spezialmunition und Flaschenschiffen verwendet. Und wir brauchen Sturmessenz ja für die Aufgabe Buddelschiff. Und wie habe ich die bekommen? Naja, als ich Schuss machen wollte, habe ich einen Sturm am Horizont gesehen, bin reingefahren, habe mir die Sturmessenz geholt. Fertig. Und so, weiter geht's. Ja, okay, ich kann euch jetzt da nicht einfach so hier so stehen lassen hier. Ich habe diese Sache natürlich aufgenommen. Und die werde ich jetzt einfach mal hier zeigen und da fange ich am besten mal so an. Das Lagerfeuer ist leider aus, aber stellen wir uns einfach mal vor, das Lagerfeuer brennt. So. Es gibt leider keine Mode-Tasten oder so. Also Leute, setzt euch hin und ich erzähle euch die glorreiche Geschichte, wie ich die Sturmessenz geholt habe. Also, da stand ich nun auf meinem riesengroßen Schiff. Oder sah so mein kleines Schiff. Und sah den Sturm am Horizont. Mit eiserner Faust fuhr ich hinein. Ich weiß nicht, ich würde jetzt mehr oder weniger sagen, okay, wir sind noch nicht im Sturm drin, aber... aufpassen. Dann ist richtig dunkel. Ordentlicher Blitzschlag gewesen. Sind das Geisterschiffe? Sturmessenz 1. Oh, jetzt haben wir es bekommen. Okay, wow. Okay, schauen wir mal, wie lange wir hier drin bleiben können. Sturmessenz noch eins. Oh, wir kriegen ganz schön Schaden rein. Wir müssen uns auf jeden Fall von den Tornados fernhalten. Okay, Reparatur mal machen. Okay, ich muss hier rausfahren. Raus! Weil ich kein Problem habe, noch ein bisschen Sturmessenz einzusammeln. Also es sind tatsächlich Geisterschiffe. Ghost Ship Captain. Und die Leute kämpfen nicht einmal gegeneinander. Reparatur. Vielleicht noch mal ein bisschen Essenz. Wie sieht das eigentlich aus, Essenz? Okay, 4 Essenz haben wir jetzt. Erst brauchen wir danach Rückstand und Seeglas. Ich nehme jetzt einfach mal, versuche einfach mal so viel Essenz wie möglich mitzunehmen. 3 Reparaturkits haben wir ja noch. 2. Wenn ich das dann heißt, ja, ich brauche für das Ding hier brauche ich 10 Essenz. Wenn ich mir dann so denke, so, ach scheiße, das hätte auch früher sagen können. Kann ich das anvisieren? 22.000! Und das mit Level 16. Captain des Geisterschiffs Level 16. Die spinnen die Geister. Eigentlich der Reiz, wenn ich hier still stehen bleib. Thema Sturmessenz. Liebe Mermaid, können Sie mir ein bisschen Schub geben? Springen Sie an Bord. Ich nehme Sie mit. Wir reiten gemeinsam auf mein Schiff in den Sonnenuntergang. Ich glaube, ich sehe schon das letzte Kit, was ich da reinsetze, oder? Okay, wir haben 8 Essenz. Okay, keine Munition mehr. Jetzt müssen wir durchhalten. Ich warte jetzt hier einfach mal ganz kurz, bis wir ungefähr 500 Schaden erreicht haben.
Oder bis wir 10 Essenz haben. Das heißt, eine Essenz muss ich noch abwarten. Und dann fahren wir wieder raus. Jetzt hat. Okay, dann schauen wir uns, ob wir nie wieder verschwinden. Okay, es war einfacher, die Essenz zu kriegen, als gedacht. Naja, gut, das sage ich jetzt und habe noch 900 Schaden. Noch mitten im Sturm drin und da nennt sich eine Windhose. Kann ich im Zweifel nochmal bauen? Ja, 3 Stück kann ich bauen. Die werden auch benötigt. Den ersten kann ich gleich reinsetzen. Und gleich den zweiten. Ob es auch fortgeschrittene Reparatursätze gibt, mit denen wir das Schiff noch ein bisschen besser reparieren können. Jetzt warte ich noch, bis wir unter 1000 Schaden sind. Kriege ich noch Sturmessenz eigentlich? Sind wir noch so weit drin? Ja, ich krieg noch Sturmessenz. So, Sturm ist aber ganz schön weit gewandert eigentlich. Ich denke, da hinten ist mein Haus. Kann ich das Schiff nicht auch irgendwie kaputt machen? Warum wird eigentlich nur mein Schiff beschädigt? Fragen über Fragen. Warum sind wir immer noch im Sturm drin? Das wird noch richtig schön gehen. Ach, guck mal, jetzt sehe ich es hier gerade. Ne, Moment. 4 Minuten 50. Weil ich habe hier unten so einen Buff, dass ich schneller fahren kann. Oh, jetzt sind wir aus dem Sturm raus. Ich glaube, dass ich jetzt die ganze Zeit immer wieder neue Segelwinde. Ah, ne, jetzt hat sich wieder aufgefüllt. So, gut. Dann fahre ich jetzt mal nach Hause. Dann habe ich jetzt Sturmessenz. Wie viel Sturmessenz habe ich jetzt? 16. Ja, okay. Bin zufrieden. Gut, okay, dann werde ich jetzt wieder. Dann werde ich jetzt hier an meiner Stelle hier die Aufnahme hier beenden. Und werde die Zukunft in die Hände von Zukunftsfuchsel in die Hand legen. Und das war die glorreiche Geschichte, wie ich die Sturmessenz bekam. Ja, und so, jetzt wisst ihr Bescheid. Gut, das heißt, jetzt müssen wir eigentlich nur noch einmal ein Seeglas aufheben. Das wir doch eigentlich hier irgendwo drin haben. Ich stelle mir gerade so vor, ich habe das hier wahrscheinlich gerade so richtig heroisch hier erzählt, wie ich das hier so angefangen habe, oder zumindest angefangen heroisch zu machen. Und am Ende wird es wahrscheinlich irgendwie so der komplett dämlich wirken. Storm Chaser, collect Storm Essence and complete the Ship in a Bottle Quest. Errungenschaft freischalten. Ja, gut. Und nun? Die Missionen hier sind immer ein bisschen komisch gemacht worden. So, ich wollte hier Rückstand, das war Ektoplasma. Ich wollte hier so eine Abteilung für Gebäudeschäden noch bauen. Das würde ich gerne noch machen in der Folge. Und ich weiß nicht, ich würde schon anfangen, gegen den Trade Blockade Chip zu schießen. Das Problem ist halt einfach, ich habe nicht... Ich weiß nicht, ob mein kleines Schiffchen das aushält, beziehungsweise ob ich genug Munition dafür habe. Munition ist halt irgendwie so eine extrem seltenes Gut. Habe ich eigentlich noch Gift irgendwo vorhanden? Müssen wir hier... Okay, ich habe 9 Gift. Hab ein bisschen gegiftet. Was brauche ich alles? Seile brauche ich. Ich brauche Planken. Das sind Bambusröhrchen. Und die wollte ich auch noch bauen. Fällt mir gerade ein. Aber gut, machen wir erstmal das Gebäudedings. Und das für das Gebäudedings brauche ich noch die Rückstände. Und 4 Rückstände haben wir hier. Und hier haben wir nochmal 20. Stornieren tue ich es natürlich nicht. Und so, einmal Handwerk. Dann kriegen wir hier das neue Gebäude hier. Oder was denn das ein Gebäude ist überhaupt. Die Größen ist bei diesen Bildern manchmal extrem schwer einzuschätzen, finde ich persönlich. Das könnte jetzt genauso groß sein wie das hier. Es könnte auch einfach nur ein kleiner Tisch oder sowas sein. Ja, oder ein Brett mit einem Seil. Auch möglich. Abteilung für Gebäudeschäden. Open.
So, hier müssen jetzt Building Repair Kits rein. Und Building Repair Kits baue ich, indem ich... Ach ja, ich habe hier Besatzungsbedarf freigeschalten. Fragt mich nicht, wieso. Fragt mich nicht, woher ich es habe. Mit Level freigeschalten. Einen einzigen kann ich bauen, Handwerk. Jetzt ist meine Frage, brauche ich jetzt... Halt meine große Frage für diese Sache ist halt eben, brauche ich jetzt... Halt okay, 200 XP habe ich noch bekommen. Brauche ich jetzt halt ein, damit alle Gebäudesachen hier komplett repariert werden? Oder brauche ich ein für ein Gebäude? Und wann wird dieses Ding eingesetzt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Weil wenn dann wegen 1% das Ding aktiviert, dann ist es ein bisschen... Oh, das ist ja schon verbraucht. Das ging schneller als gedacht. Aber soweit ich weiß, war das hier ja schwer beschädigt. Oder relativ beschädigt. Ich kann leider keinen Blick drauf werfen. Hier wollten wir auch noch ein bisschen mühlen. Erstmal esse ich mal ein Fischchen. Gebäudereparatur ist eins von... Okay. Also, ich habe hier noch ein paar Giftkugeln. Kann ich herstellen? 9 Stück insgesamt. Wieso 5? Achso, ja, 5 Sekunden. Entschuldigung. Das nächste. Ich wollte hier noch ein bisschen Haus bauen eigentlich. Jetzt weiß ich bloß nicht, jetzt muss ich gerade rechnen. Das Extra-Ring hat 6 Minuten gekostet. Dann sind wir jetzt bei 12 Minuten ungefähr. Giftkanonenkugel. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch probieren soll, das Schiff zu zerstören. Frage. Was habe ich noch alles an Bord? Für mein kleines Bötchen. 3 solche Kanonenkugeln. Wenn jetzt noch ein paar Sekunden warte, dann kann ich die 9 Kugeln auch rüberschieben. Dann haben wir zumindest schon mal 12 Schuss giftig. Und bei giftig ist er schwer drauf. Wir haben noch 13 Kanonenkugeln, die man noch vergiften könnten. Wir bräuchten noch ein paar Schiffsreparatursets. Dafür bräuchten wir noch Planken und Seile. Was habe ich denn gewichttechnisch alles dabei? Ziemlich viel und gleichzeitig nichts. Da glänzt ein Fisch. Hier glänzt noch mehr Bambus. Okay, ich gucke mir hier erst noch mal ganz kurz um. Ja, ich bräuchte Krabben. Krabben, die haben ja alle Gift in sich. Du hast Gift in dir. Hallo, Mr. Krabs. Ich glaube, das Schwert ist effektive. Eine Krabbe. Die andere hat einmal Gift wenigstens abgeworfen. Ah ne, 4 Gift haben wir ja sogar. Wir haben 13 Kugeln, das heißt, ich bräuchte noch 9 Gift zugesehen. So, meine große Sache ist jetzt halt... Naja, es ist halt, geht halt einfach um dieses Gebäudereparatur-Dings halt eben. Bringt es überhaupt was, wenn ich jetzt halt anfange, ein Gebäude zu bauen? Deswegen frage ich, ob das Gebäudereparatur-Dings hier alles repariert oder halt eben nur so Kleinigkeiten. Sonst würde ich glatt mal probieren, hier einfach mal ein bisschen was zu bauen. B. Mal sehen. Planken, Logs oder Bambus? Eigentlich theoretisch müsste ich sogar abwarten. 0 von 16 Komfort. Tier 1. Was gibt es eigentlich bei Natur alles? Palme 1. Wie? Hä? Eine gelbe Blume, um eine gelbe Blume zu setzen. Ach so, ah ja, okay, ich kann jetzt hier zum Beispiel so ein großes Glas setzen, weil ich das ja gefunden und im Inventar habe. Muss so eine kleine Palme auch so gesetzt werden? Das ist ein bisschen komisch gewählt. Licht, Furniture, Pritsche, Hängematte. Brauche ich eine Hängematte? Sonnenliege, brauche ich eine Sonnenliege. Planktisch, brauche ich Planken, Stuhl, Stuhl, Stuhl. Was, Kabinett. Zaunseil, Zaunseilecke, Seilende, Zaunseilend. Ich bin mir noch unsicher, ob ich was bauen möchte überhaupt. Warum weiß ich immer nicht, was ich bauen möchte. Ich glaube, Bambus ist eigentlich immer noch am effektivsten, würde ich mal vorsichtig behaupten. Ich meine, es ist hier schnell gesammelt, braucht kurz trocknen und ist ganz leicht zum Rumtragen. Da wären sogar Fasern drin für Seile.
Ich glaube, dann baue ich aus Bambus, so unterm Strich. Brauchen könnte man es eh. Dann könnte man es da auf den Felsen hier bauen. Eigentlich. Das wird bestimmt toll aussehen. So, dann brauche ich Bambus einmal. Und Bambus einmal. Und so, weil ich gerade Seile da habe, tun wir noch Seilen. Und zwar 10 Stück. Handwerk. Und wenn wir gerade hier sind, kann ich hier noch die Kanonenkugeln 4 Stück machen. So bereite ich mich langsam aber sicher auf den Kampf vor. So, okay. Also, ich fange an mit einem Grundteil für Bambus. Dafür brauche ich Bambusstiftung. Bambusstiftung Hälfte. Ah, okay, verstehe. Und das ist eine große. Ich weiß nicht, ob ich nicht mit Planken anfange. Wobei, es ist auch alles Bambus hier. Kann ich hier nicht direkt dran sitzen? Hier so einen Steg wegbauen, wegreißen, dass ich von da aus direkt rüber gehen kann? Na gut, okay, fangen wir einfach mal an. Also, ich würde jetzt einfach mal Grundfläche ungefähr auf die Höhe von dem Teil setzen. Das wäre so ungefähr schwierig einzuordnen. Ich setze jetzt einfach mal hier so hin. Zack. Zack. So. Jetzt haben wir es ungefähr auf derselben Höhe hier, wie wir es haben wollen. Nicht genügend Gegenstände. So. Kann ich jetzt auch wieder abreißen? Geht das? Construction Mode. So, sehr schön. Trockner Bambus 5. Okay, es kostet 5 Bambus. Das passt. Ich habe sie nur zur Ermittlung von der Höhe und Ding gebraucht. Okay. Dann hier hin und hier hin. So, jetzt brauche ich wieder Bambus nachgebaut. Jetzt haben wir jetzt mal die Grundfläche. Habe ich noch ein bisschen Bambus bei? Eine Planke. Nein, habe ich nicht. Tatsächlich, schade. Was hätten so eine Treppe kosten? Okay, braucht doch noch 5 Planken. Verstehe. Als Planken werde ich sowieso brauchen. Schon wieder die Geister rumhängen. Okay, mal sehen. Haben wir hier noch ein bisschen... Ja gut, Bambus haben wir hier alles. So, noch ein bisschen in Arbeit. 10 Stück hätten wir schon mal. Gut, dann werde ich noch ein paar Planken besorgen. Das heißt, ich muss noch ein bisschen... Oh, ich brauche noch eine Axt. Stimmt. Die ist mir während der Arbeit kaputt gegangen. Während des Abenteuers. Na gut, ein paar Stöckchen und ein paar Steine werde ich schon noch finden. Stock. Natürlich nehme ich es mit F. Und nicht mit E. Ich brauche noch ein paar Steinchen. Und Stöckchen. So. Holz. Holz. Holz, okay. Ich glaube, Holz muss ich genug haben. Steine muss ich noch suchen. Ich glaube, ich werde mal so ein bisschen allein weitermachen noch. Das sind Steine. Im Grunde genommen tue ich jetzt einfach nichts anderes als ein bisschen Material sammeln. Wird wahrscheinlich eh ein bisschen dauern, bis da ein neues Bambus nachkommt. Dann werde ich noch schauen, dass ich noch ein paar Krabben erledige, dass ich noch ein paar Giftkugeln herstellen kann. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich darf erstmal auf jeden Fall was trinken. Glück, 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 Glück. Dann ist ich gleich wieder aufgepusht. Oh, wir haben auf jeden Fall 3 XP. Komm, wir haben so wenig in Geschicklichkeit rein. Kriegt jetzt mal Geschicklichkeit. Jetzt kann ich höher springen. Ich brauche noch eine Axt immer noch. Aber echt. Ich kann mir auch vorstellen, ich meine, wir können ja auch inzwischen eine Kupferspitzhacke herstellen. Dass wenn wir vielleicht eine Kupferspitzhacke haben und damit auf Steine hier einhauen, dass wir dann vielleicht Kupfer rauskriegen. Kann ich mir zumindest vorstellen. Ich weiß, in Ark zum Beispiel war es so,
Wenn du mit hochwertigerem Material da drauf zuhaust, dann kommt ein bisschen hochwertigeres Material auch raus. Oder dementsprechend halt eben mehr. Naja, gut. Ich hau jetzt erstmal ein bisschen was weg, sammle ein bisschen Material und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann warten wir noch 7 Sekunden. Ich habe auf jeden Fall alle Kanonenkugeln jetzt so zu giftigen Kugeln gemacht. Oh, Energieschriftrolle. Energie eingesaugt. Energie, Wissen. So, jetzt habe ich 80, 100, 44, soweit ich das beurteilen kann. Da sollte man doch ein bisschen was bauen können. Dann bereiten wir uns darauf vor, erstmal. Oh, erstmal trinke ich mal kurz was. So, also ich hätte gerne noch ein paar Bambusstiftungen. Wenigstens. Na? Ja, so dass ich genau. Oh ja, okay, es geht auch. Entschuldigung, wollte sagen, so dass ich da genau drunten stecken bleibe, aber ging offenbar. Man muss echt sagen, eigentlich für dafür, dass das Spiel von so wenigen Leuten gemacht worden ist, hat es erstaunlich wenig Bugs. Treppe mit Bambusfundament. Bambustreppe. Und was ist der Unterschied zwischen den Treppen? Ah, verstehe, okay, verstehe, verstehe. Den einen kann man nur auf dem. Aber nur auf der Plattform setzen, den anderen halt eben nicht. I see. So, ich würde das Ding gerne noch ein bisschen größer machen, so dass man hier den ganzen Felsen hier ausnutzen können. So, ich möchte, dass man hier hochkommt, hier an der Seite vorbeigehen kann. So, das Stimme ist, dass man hier vorne noch so vorbeigehen kann, schön. Und im Grunde eigentlich auch mal außen rum halt noch. Wie viel Material habe ich jetzt noch? 18. Ja, 18 Bambusstöckchen noch. Wie weit kann ich eigentlich rausgehen? 18. Gehen wir mal aus dem Brötchen 5 brauchen, dann kann ich noch 3 setzen, so gesehen. Das ist nicht viel. Das war's schon. Mist, brauche ich noch 2, 3 Stück. Aber ist ja im Grunde um Grundfläche hier. Könnte man jetzt schön hier. Ich möchte halt hier in der Mitte halt das Ding hier haben. Also im Grunde genommen praktisch gesehen, warte mal. Dass die erste Wand so gesehen hier ist. Hier die Wand und hier, dass man halt hier außen so schön entlang gehen kann. Das Meer genießen kann, die Weite genießen kann, etc. Und auch von hier aus hinten wieder runtergehen. Kann ich es eigentlich bauen? Nur so rein aus Neugierde. 3 trockene Bambus müssen wir ja noch haben, dann baue ich wenigstens mal die Tür hin. Ist ein Außen und Innen? Okay. Mehr Bambus haben wir leider nicht. So. Ich habe soweit alles vorbereitet. Ich wünsche, die können speichern. Und das würde nicht automatisch speichern. Weil dann würde ich nämlich sagen, okay, dann greifen wir das Schiff mal an. Aber da ich nicht speichern kann, würde ich sagen, okay, greifen wir das Schiff einfach mal an. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll, gerade in der Folge. Außer weiter Material farmen, aber das wäre ein bisschen zu einfach. So, ich nehme erstmal die ganzen Sachen, die ich hier habe. So, 25 Schuss. Es könnte was werden, es könnte aber auch nichts werden. Ich hoffe nur, der behält auch den Schaden, den ich hinzufüge. Dass ich im Grunde genommen im Zweifel nur mit einem zweiten Boot hin muss und ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich dahin noch diese Schiffswrack hole. Kanonenkugeln, also es ist echt schwierig, Kanonenkugeln herzubekommen. Ich frage mich aber, warum man keine Kanonenkugeln aus Stein bauen kann. Ich meine, es wäre für den Anfang ja wesentlich besser als mit Kupfer irgendwie, wenn man nicht an Kupfer rankommt. Und ich meine, im Grunde genommen genauso, da würde eigentlich genauso viel Schaden verursachen. So. Ich möchte mir möglichst nicht von vorne annähern. Aber gut, von der Seite wäre halt im Grunde genommen auch blöd. Eigentlich müsste ich mich von hinten annähern. Eigentlich müsste ich von hinten rangehen, also eine Schwachstelle. Und dann möglichst immer hinten bleiben. Das Problem ist wahrscheinlich, wenn ich dann in der Nähe hinkomme, wird er wahrscheinlich sowieso auf mich zudrehen. Tippe ich mal stark drauf.
Okay, ich drehe jetzt mal rum. Das ist ein großes Schiff, der muss auch ein bisschen wenden. Der hat ein bisschen Wendelradius. Na, jetzt dreht er schon. Der wird halt ein bisschen mehr Schaden machen als... Boah, wie schnell der sich dreht. Okay, 600 Schaden, das ist gut. Au. Einmal kann ich noch schießen, danach muss ich reparieren. Okay, jetzt immer schießen und gleichzeitig reparieren. Sag mal, treffe ich überhaupt noch? Ah, komm schon, das kann knapp werden. Feuer, Feuer! Okay, einmal muss ich noch schießen. Boah, Level up. Blockade Runner, destroy the trade blockade ship. Hurra, wir haben es abgeschlossen. Seltener Schatz. Ruhe. Gemeinsame Schatztruhe und ein paar Goldmünzen. Munition wäre mir ein bisschen lieber gewesen. Apropos Munition. Erstmal ein bisschen reparieren. Und dann schnappen wir uns doch gleich das Schiff, was da vorne ist, oder? Können wir noch so ein bisschen XP farmen. Ich meine, wir müssen jetzt sowieso warten, bis irgendwann mal ein Handelsschiff hier antanzt. Das ist gerade ein Handelsschiff. So, ich bin noch aus Reichweite, oder? Nee. Ja, sauber daneben geschossen. I said... To the rain. Erledigen, bevor sie überhaupt darauf reagieren können. Jawohl. 16 XP. 16 XP. Ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen. 16 EXP. Haben wir irgendwo ein Hai? Naja gut, ich denke, die restlichen Kanonenkugeln würde ich mir gerne aufheben. Da ist ein Stück. Also ein Schatz, wo habe ich nicht noch eine andere? Ach, hier ist sie. Ein seltener Schatz. Reinforcement. So ein Piratenschiff böse. Das ist meine Heimatinsel. Ich finde, man müsste auch irgendwie so seine Heimatinsel noch markieren können. Ich meine, ich habe jetzt hier das Glück, dass bei mir dieses, ja, die grüne Palme halt drauf ist. Mit dem Vorteil. Ah, guck mal, hier ist die Startinsel, wo wir waren. Da wollte ich sowieso nochmal hin und gucken, ob ich in die Flaschenpost reingreifen kann. So, da vorne schwimmen noch ein paar Haie. Nee, 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 auf mehr und Frauen schieße ich nicht. Warum soll ich das denn machen? Die helfen mir in der Not. Behaupte ich zumindest mal. Mit 16 EXP hat es auf jeden Fall gekostet. Das eine Schiff da wegballern und ich habe 3 Schuss gebraucht. Ein High Level 2. Das ist nochmal ein Schiff. Den von hier aus schon. Fire! Daneben. Fire! So kann ich natürlich auch die Kugeln verballern. Fire! Fire! 28 XP und streng genommen einen Schuss, wenn ich da gleich von Anfang an getroffen hätte. Und das Ding hat nicht mal zurückschießen können, praktisch gesehen. Ja, kein Wunder, ist ja auch ein... Ist ja auch ein dummer Hai. Hm?
Ich hau mal Schiffswrack noch auseinander. So, dann sollte er eigentlich mit der Folge durch sein. Ich schaue jetzt, dass ich noch nach Hause komme jetzt dann gleich. Aber jetzt was hole ich dann gleich noch ein, wenn ich wieder zu Hause angekommen bin. Ich werde das Schiffswrack noch holen, dann das da hinten noch. Vielleicht noch das Flugzeug. Stimmt, mein Flug ist auch noch da hinten. Ist nochmal ein Ding hier. Gemeinsame Schatztruhe. Was habe ich noch alles im Platz eigentlich? Eigentlich nichts mehr. Dann kann ich eigentlich gleich um. Was ist das denn? Ach, eine Wandlampe. Stimmt da eine Kanonenkugel? Ein Steuerrad. Haifischzahn. Nein, Haifischzahn, nee, möchte ich nicht. Kupferne Kanone. Da schwimmt eine Kanonenkugel. 5 Stück sogar. Kleines Fass. Kleines Fass. Dünn, dünn. Dünn, 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 dünn. Babyfass. Okay, dann werde ich wohl ein paar Schiffswachs noch machen müssen. Okay, dann fahre ich erstmal zurück nach Hause und dann hole ich wieder rein, wenn ich zu Hause angekommen bin, und öffnen wir noch schnell die Schatztruhen gemeinsam. Dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, da steht schon ein Schiff rum. Bei mir zu Hause. Und streng genommen steht da auf meinem Haus. Warte mal ganz kurz. Entschuldigen Sie, Mister. Was machen Sie da auf meinem Grundstück? Das sieht aber nett aus. Täglich Haijagd, Trophäenladen. Guten Tag, Freund. Ich habe gesehen, dass du dort gemacht hast. Halten Sie diese lästigen Blockaden auf Distanz und ich werde Ihnen Handelshafen bekannt machen. Und Sie können ein Vermögen verdienen, wenn Sie einen Marktstand an einen der Posten aufstellen, die ich in der Nähe aufgestellt habe, während Sie hier sind. Werfen Sie einen Blick auf einige Waren, die ich gefunden habe. Vielleicht finden Sie diese hilfreich. Ich mag Gold und kann Gegenstände, sogar einige Schuldscheine eintauschen. Okay. Sie stehen übrigens gerade auf einem... Erstens mein Haus, zweitens stehen Sie auf einem Felsen. Ein Schiff kapern? Ich komme nicht mal, ich komme hier nicht mal hoch. Okay, Interact with Trophäenladen. Ich brauche die Blaupause für... Kartografietisch, 100. Bei. Nicht genug Gold. Tropischer Verkaufsstand. Schott hier 1 Blaustrause an der Angel. Hängende Lichter. Goldbarren. Aufpreis. Kann ich den auch verkaufen, was? Austausch. Tauschen die Goldmünzen, Goldbarren und einige wertvolle Gegenstände. Artikel umtauschen. Ich hätte hier nämlich ein paar Goldbarren. Hier, Austausch. Austausch. Okay. Also die Goldbarren sind jetzt weg. Select your item to exchange. Jetzt habe ich es bekommen. Ah, okay. Dann ist praktisch sie als Pfand genommen. Hören Sie, ich finde das nicht in Ordnung, dass Sie auf meinem Haus stehen. Kartenfragmentaustausch. Ich habe einen Ort gefunden, an dem ich Fragment 2 finden kann. Ich kann Ihnen diesen Ort nicht verraten, da ich mein Schatzgeschäft schützen muss. Ich weiß nicht, wo ich den Rest finden kann, aber ich bin mir sicher, dass Sie ihn finden. Ich kann Ihnen ein Fragment für einige Schuldscheine geben. Denken Sie daran, dass diese Schatzinseln, die sich mit den Fragmenten befinden, innerhalb weniger Stunden verschwinden. Wenn Sie also gefunden haben, sollten Sie dort hinreisen. Schuldschein 50. Okay. Ein Abfall. Nein, nein, nein. Warte mal. Wie kriege ich denn einen Schuldschein? Steht das hier irgendwo? Nö. Täglich Haijagd. Die Sharks da draußen machen es mir heute nicht leicht. Ich brauche einmal eine Ladung voller Waren, keine Reparatursätze. Die Haie fressen meine Gewinde weg. Vielleicht hast du heute Lust auf ein halbes Haifleisch. Also
Als Gefallen könnte ich dir ein oder zwei Schuldscheine für dich brechen. Haben Sie etwas vom Warenverkauf an Waffen am Marktstand? Dann überlasst es mir, mich übertreiben von Schulden der Dinge, als ich gegen also Dinge, bla 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 bla. Okay, ich brauche jetzt einen Schuldschein und 5 Ei, was? Der Junge ist mir ein bisschen zu suspekt und der steht auf meinem Haus. Das kann ich erst recht nicht gutheißen. So, jetzt machen wir erstmal hier die Schatztruhen auf. Einmal platzieren. Zweimal platzieren. Ich brauche wahrscheinlich nur Inventarplatz. Eins platzieren. Zwei platzieren. So, richtig schöne Lootboxen hier. Okay, mal sehen. Jetzt schmeiße ich erstmal das rein, das rein. Das, 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 das. Das, das. Im Grunde genommen das alles hier einfach mal. Einfach nur, weil wir ein bisschen Platz haben. So. Verstören. Was haben wir alles drin? Tuch. Bläh. Goldmünzen. Bläh. Goldbarren. Boah. So, was ist hier alles drin? Goldmünzen. Bläh. Kupferbarren. Jo. Goldbarren. Bläh. So, was ist hier alles drin? Huch. Rare Loot, Open a Rare Treasure Chest. Verbesserter Splitter, Kartenfragment 1 von 1. Uferbaren 11, wow. Red, zerrissene Fertigkeitsseite, Schiffsreparatur. Kartenfragment 1, Goldbaren, Kartenfragment, Kartenfragment und Kupferbaren. Sehr schön. Also es hat sich schon wesentlich mehr gelohnt. Okay, dann würde ich sagen, war es für die heutige Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich über Liken, Kommentar und Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.